Tesla. Sag ich dir was. Der Tesla ist das hässlichste Auto der Welt. Das ist meine Meinung. Ich meine, klar, es gibt hässlichere Autos, aber die sind halt nicht in dem Preissegment oder 20 Jahre alt. Wisst schon, welchen Tesla ich meine? Den man halt überall fahren sieht. Wie heißt der? Model S. S wie sau hässlich. Der Tesla, der schaut original aus wie ein Mazda. Wisst ihr was? Der schaut aus wie eine billige Kopie von einem Mazda. So ist es. Wirklich, an dem Auto ist nichts schön. Elektro, Zukunft, Design, pfff. Der Designer, der das Auto designt hat, der war ungefähr genauso motiviert wie der Designer von der japanischen Flagge. Also nichts gegen Tesla, gell? Auch nichts gegen Elektroautos, darum geht's jetzt überhaupt nicht. Im Gegenteil, von mir aus, Zukunft. Und das ist ja wirklich beachtlich, was Tesla macht. Aber irgendwie habe ich mir halt das Zeitalter von Elektroautos anders vorgestellt. Als diesen japanischen Mistkübel. Wobei, er kommt ja nicht einmal aus Japan, irgendwann kommt er dann aus Brandenburg. Noch schlimmer. Aber der ist ja beliebt, gell? Ich meine, den kaufen ja alle Leute. Nicht einmal wenig. Ich frage mich immer, sehen die das nicht, wie greislich das der ist? Das sind immer so Doppelhaushälften Steve Jobs, gell? Die dann so einen Orgasmus an der Ampel kriegen, bei der Beschleunigung. Und die restlichen 150 Kilometer fahren sie dann mit 120 auf der Autobahn. Den Akku schonen. Also nichts gegen Elektroautos, gell? Aber der Tesla, nichts für mich. Wirklich nicht. Also, ist der greislich. Bitte, das schaut echt aus wie ein Mazda, oder?